lohnt sich übrigens hier jederzeit alle möglichen Pokémon auf den Zwischenebenen anzuquatschen, weil hin und wieder kriegt man ein paar nette Sachen. Natürlich. Wie zieh ich jetzt dahin, dass sich niemand anders... Also. Irgendwas gibt es in diesem Spiel. Das ist in das AP-Minus fallen und wenn sie mir dann meine Link-Attacken rausnehmen. Wahrscheinlichkeit, dass so eine AP-Falle meine linke Attacke rausnimmt, das ist so eine mehr oder weniger 50-50. In jeder Ebene die Items angezeigt werden. Das liegt übrigens an Shaman, das ist eine IQ-Fähigkeit. So, die zweite Zwischenlagerlichtung. Wow, unglaublich, das ist... Wir sind das Vermessungsteam von Project P, Team Grenzland. Das ist ein riesengroßer Berg, wisst ihr? Verdammt, das habe ich vorher weggedrückt. Aus diesem Grund haben wir eine Basis auf der zweiten Zwischenlagerrichtung gebaut. Geht auf Nummer sicher und verwendet den Kangama-Speicher ebenso wie die Drift-Zepini-Seilbahn. Der Wiederverwertungsladen von Project P trägt die Kosten. Es ist alles kostenlos. Wie wunderbar, das nenne ich Teamgeist. Ach, der Berg ist so schön. Auf jeder zweiten Ebene, also auf jeder zweiten Zwischenlagerlichtung, kriegen wir ein Kangama-Lager. Wir können von hier aus die Seilbahn benutzen, um jederzeit zwischen dem Basislager unten im Shamendorf und hierher zu kommen ab jetzt. Dritter Zwischenlagerpass. Thank you.
interessant gefunden bisher, oder? Puh, die dritte Zwischenlagerrichtung. Übrigens, hast du zufällig schon ein Himmelspräsent während des Aufstiegs gefunden? Ein Himmelspräsent ist ein einzigartiger Schatzraum, der nur auf dem Himmelsgipfel gefunden werden kann. Wie der Name naheliegt, wird es als Präsent an andere verschenkt. Was darin ist, bleibt verborgen, bis es geöffnet wird. Eine geheimnisvolle Sache. Aber wenn es derjenige öffnet, der es gefunden hat, ist es komplett leer. Also sei vorsichtig. Wenn man ein Himmelspräsent aus Dankbarkeit verschenkt, macht es den Empfänger sehr glücklich, so sagt man. Der vierte Zwischenlagerpass. Thank you.
viele Sammlerpflanzen und Pokémon zu machen. So, da haben wir das zweite Basislager. Hey, toll gemacht. Wir haben eine Basis auf der vierten Zwischenlagerrichtung errichtet. Sie steht zu eurer Verfügung. Ja, vielen Dank. Du bist wahrscheinlich müde, oder? Lass uns eine kurze Pause einlegen. Hilfe! Stimmt etwas nicht? Der Erkunder Stiebel wird von einer dubiosen Gruppe in der Nähe der fünften Zwischenlagerlichtung Was ist das für ein komisches Wort? Ich bin leider keine große Hilfe. Wenn mich also jemand bitte begleiten könnte. Auf geht's. Verstanden. Machen wir uns auf den Weg. Die fünfte Zwischenlagerlichtung. Oh, sag nichts. Kim, wir sollten uns auch beeilen. Jetzt haben wir keine Musik hier. Oh, Moment, hier haben wir eine Siemelbeere. Okay. Moment mal. Hast du vielleicht noch was? Ich will die Musik wieder haben. Hey, Monsterraum. Keine Blitze, wenn ich hier drin bin, so ich die sehe. Nach dem Teleportfalle in den Monsterraum, um zur Treppe zu kommen. Damon, was machst du da? Wie schafft er das jetzt? Wie hat er es geschafft, Gegner? Okay, er hat gegen einen Rubble und einen Musiker gekämpft, aber trotzdem. Dort ist 3 Leben. Einmal die KI alleine und sie baut Mist.
haben sie sogar alle verloren. Vielen Dank, Shaman. Hast du ganz toll gemacht. Ich hasse diese Popfallen. Wären an sich nicht so schlimm, wenn die KI in diesem Spiel nicht so verdammt dämlich wäre. Und auf der anderen Seite dann wieder viel zu schlau, weil die Gegner-KI macht immer das, was die am meisten abfuckt. Deine Verbündeten-KI, die ist so dämlich wie nicht nochmal krass. Autsch. Ist alles in Ordnung? Wir sind gekommen, um zu helfen. Ah, wusste ich es doch. Wie? Ihr kamt, um zu helfen? Was fällt euch eigentlich ein? Wir sind Team Grenzland. Nur Feiglinge würden als Gruppe auf ein einzelnes Pokémon angreifen. Warum greift ihr nicht jemanden an, der euch ebenbürtig ist? Nach einer spannenden Herausforderung. Hey, einen Augenblick mal.